Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3. So, ihr seht, ich habe eine neue Kluft. Diese habe ich mir jetzt mal gegönnt. Genau aus diesem Grund habe ich nämlich die Stadt Kaptun befreit. Das habt ihr ja in der letzten Folge beobachtet, denn ich brauchte da wirklich ein bisschen Gold und wollte wirklich gucken, dass ich mein ganzes, dass ich... Wie soll ich sagen? Ja, dass ich einfach wirklich alles, was ich da sammeln konnte, sprich alle Waffen und allen Schrott, sprich alle Schatullen und Kelche und was weiß ich was, dass ich die verkaufen konnte. Und habe mir dadurch dann diese Kluft hier gegönnt. Die Kleidung würde für die Jagd in den tiefen Wäldern von Methana perfektioniert, also die Waldläuferkleidung. Sie hat 30 Schutz vor Geschossen, 35 Schutz vor Zerschmettern und Schutz vor Klingen auch 35. Und Bonustalent ist natürlich lautloser Jäger. Habe ich blöderweise in der letzten oder in der vorletzten Folge auch gelernt, aber ist ja nicht so tragisch. Wenn man jetzt mal so ein bisschen vergleicht, diese hat vor Geschossen nur 25, vor Zerschmettern 25 und vor Klingen 30 Schutz. Also es ist auf jeden Fall wesentlich besser. Nee, ich kann ja nur ein Amulett tragen. So. Und da wir jetzt hier erstmal, ach so, und ich hatte dann im Endeffekt so um die 34.000 Gold. Da jetzt blieben mir jetzt natürlich nur noch 7.844, aber das ist auch halb so wild. Und ich habe noch ein paar Punkte in Schmieden reingesetzt. Also ich war noch kurz dann bei Javier, hat ihm gesagt, dass ich Kaptun befreit habe und habe dann bei Cliff, dem Schmied, auch direkt noch ein bisschen in Schmiedekunst reingesetzt. So, dann würde ich einfach mal sagen, wir begeben uns wieder zurück nach Sylden, denn dort haben wir auch noch was zu tun. Wir sind ja noch nicht ganz fertig. So. Ich werde nämlich jetzt erstmal mit ihm reden. Lass dir bloß nicht einfallen, hier zu klauen, klar? Sagt wer? Tut mir leid, ich bin etwas nervös. Was macht ein Kerl wie du in diesem Drecksnest? Was ist deine Aufgabe in diesem Nest? Was soll ich schon groß machen? Ich hänge hier rum wie die anderen Söldner und warte darauf, dass etwas passiert. Du bist Söldner der Orks und hast nichts zu tun? Doch sicher. Entlaufene Sklaven wieder einfangen. Ganz schöne Schinderei, in den dichten Wäldern draußen jemanden wiederzufinden. Du bist nicht wild drauf, die Sklaven wieder einzufangen, oder? Die armen Schweine haben in den Wäldern ohnehin keine große Überlebenschance. Wird die Sklavenjagd hier gut bezahlt? Viel zu gut. Wir Söldner schlagen uns regelrecht darum. Wir lassen sogar absichtlich Sklaven laufen, um später ihr Kopfgeld kassieren zu können. Ihr Söldner lasst Sklaven laufen? Das hast du nicht gehört, klar. Wenn die Orks das spitz kriegen, sind wir dran. Was weißt du über diese Stadt? Sylden liegt am Pass zu Nordmar. Als der Krieg begann, kamen die Orks aus dem Nordosten über die Berge. Deshalb ist Sylden auch die erste Stadt, die überrannt und eingenommen wurde. Seit dem Tag hat es hier keine größeren Kämpfe mehr gegeben. Du bist kein Söldner. Du bist ein Rebell. Verdammt, ich hätte besser die Schnauze halten sollen. Was wirst du nun machen? Ich will euch helfen. Endlich jemand, der den Mumm hat, etwas zu bewegen. Wann wollt ihr Rebellen losschlagen? Hier in Sylden sind die Orks in der Minderheit. Trotzdem regiert Umbrak immer noch mit eiserner Hand. Er muss irgendetwas Mächtiges in der Hinterhand haben, dass sie ihn alle so fürchten. Wir müssen erst wissen, was das genau ist, bevor wir die Revolte starten. Wie sieht's aus mit Waffen? In der Mühle am Fluss habe ich eine Menge davon gesehen. Müssten an die 5 Waffenbündel sein. Wenn wir die hätten, wären wir einen großen Schritt weiter. Wer führt euch Jungs eigentlich an? Mein Bruder Anok. Er hat sich mit einigen Leuten in den Wäldern verschanzt. Jemand muss ihm sagen, dass wir hier unten seine Hilfe brauchen. Ich habe die Waffen, die ihr braucht. Du bist ein guter Mann. Dich können wir hier gut brauchen. Was ist mit den entlaufenden Sklaven? Wenn sie noch nicht von Tieren gefressen wurden, verstecken sie sich irgendwo im Norden. Jemand muss sie in unser Auffanglager im Wald vor dem Pass bringen. Ein Mann namens Freemann wird sich um sie kümmern. Ja. Gut, ich finde das natürlich faszinierend,
Man steht draußen. Es rennen hier genug Orks rum oder Orksöldner und die schreien rum wie sonst was. Aber es fällt ja keinem auf. So, erstmal mit Grumpel reden. Umbrak schickt mich, den Rebellen Anok zu töten. Du musst ihn sehr beeindruckt haben, dass er dich mit einer solch schwierigen Aufgabe betraut. Zeig mir den Weg zu den Rebellen. Na gut, folge mir. Ja gut, dann lauf mal vor, Kollege. Ist natürlich jetzt ein Vorwand. Ich meine, Grompel ist eigentlich ein recht netten Typen, ne? Also, der hat von meiner Zukunft geredet und so weiter und so fort. Und jetzt muss ich ihn töten. Das ist natürlich ein bisschen schade. Von dort oben aus dem Wald haben uns die Rebellen immer angegriffen. Ich vermute, dass sie sich irgendwo da oben versteckt halten. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Danke, und du wirst jetzt sterben. Du wagst? Ja, ich war. Tut mir leid, Digga, aber du musst einfach sterben, weil ich jetzt die Erfahrung brauche und... Oh, ja, der hätte auch noch einen Teleportstein gehabt, aber das ist ja jetzt auch Nebensache. So. Grompel ist tot. Wir haben... Na gut, kommt. Wir haben, wir kennen jetzt in etwa den Weg zu den Rebellen, sprich zu Anok. Und, ja, werden mal gucken, ob wir ihn jetzt so spontan finden werden. Ist ja hier schon mal ein recht gutes Zeichen, dass hier schon mal Menschen waren. Und da haben wir auch schon so eine kleine Palisade auch, zu sehen. Hey, was schleichst du hier herum? Entspann dich. Ich sehe mich hier nur um. Du kannst nicht einfach hier herumstreuen, Kollege. Das ist gefährlich. Wer führt euch an? Unser Mann heißt Anok. Und er wird dir das Fell abziehen, wenn du uns Ärger machst. Wo habt ihr euer Lager? Wir haben kein Lager hier vor dem Pass nach Nordmar. Wir haben den ganzen verdammten Wald besetzt. Und jeder Ork, der hier durch will, wird es bereuen. Aber wenn du unseren Anführer suchst, er hat seine Hütte weiter oben auf den Hügeln. Ja. Gut, haben wir wieder ein paar Infos gekriegt und... Boah, ich hatte so krass Schwierigkeiten, immer den zu finden. Ich bin hier manchmal wirklich rumgeschlichen wie so ein Bescheuerten. Gut, da haben wir wieder ein paar Rebellen rumstehen. Ja, zwei, um genau zu sein. Und nehmt es mir nicht übel, ich habe nie wirklich die Ich habe nie wirklich die entlaufenen Sklaven gesucht. Ich müsste mich auch erstmal schlau machen, wo ich die finde. Cool, ja. Ein schönes warmes Feuer. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ach nee, das sind die Sklaven, die da schon angekommen sind bei den Rebellen. Ja, ich weiß nicht, wo sich die anderen Sklaven befinden. Und ich mache mir auch nicht unbedingt so viel draus, die zu finden. Muss ich ehrlich zugeben, nimmt mir das nicht übel, aber ich kümmere mich da lieber um die anderen Aufgaben. Was machst du hier? Ich kümmere mich um die geflohenen Sklaven hier. Es werden immer mehr. Bald weiß ich gar nicht mehr, wohin mit ihnen. Was sind das für Flüchtlinge? Aus Silden fliehen in letzter Zeit immer mehr Sklaven in die Wälder hier oben. Sie sind verzweifelt und wissen nicht, wohin. Ich versuche ihnen, soweit es in unserer Macht steht, zu helfen und unterzubringen. Lass uns über das Gold für die entlaufenden Sklaven reden. Wir sind alles arme Schweine hier oben. Ich kann dir nur 100 Goldmünzen pro Mann geben. Verstehe. So, also man kann eigentlich sagen,
Auch wenn ich das Thema jetzt eigentlich so eigentlich nicht wirklich aufgreifen will. Aber Fremann, der ist halt einer von denjenigen, die halt auch zurzeit zu denjenigen gehören, die bei uns hier in Deutschland die Flüchtlinge aufnehmen und sich um sie kümmern. Ich weiß, dieses Thema ist halt bei vielen ungern gehört und ich gehöre auch eigentlich zu denjenigen, die nicht wirklich darüber reden wollen. Aber das ist das Einzige, was ich jetzt noch großartig dazu sagen will. Es ist wirklich traurig, dass wirklich so viele Menschen gegen diese gegen die Flüchtlinge sind. Ich persönlich bin jetzt auch nicht unbedingt so ein krasser Fan davon, dass so viele Flüchtlinge bei uns sind. Doch es sind sehr viele Menschen darunter, die möchten einfach nur Hilfe, die möchten einfach nur wieder glücklich in ihr Zuhause, also zurück kommen. Und deswegen finde ich es wirklich sehr, so schade, dass da so viele Menschen gegen sind. Da ich bin wirklich der Meinung, es sollten viele Menschen diesen Flüchtlingen eher helfen, als sich gegen sie zu stellen. Aber das ist jetzt eine andere Sache. Ich will mich mit diesem Thema jetzt auch nicht zu sehr aufhalten. Wie gesagt, ich akzeptiere die Flüchtlinge hier, wenn ich in meinem Beruf habe ich auch zwischenzeitlich mit den Flüchtlingen zu tun. Irgendwann ist doch das vorbei. Und ich werde, in Gottes Namen, ich werde bloß nicht gegen die sprechen. Das ist das Letzte, was ich tun will. Und ich werde auch nicht irgendwie auf die Straße gehen und da demonstrieren oder irgendwelche Flüchtlingsgebäude abfackeln oder so eine Scheiße machen. Nein, das gehört nicht. Das ist nicht in Ordnung und das ist. Ich weiß nicht, ob du das spricht wirklich hast. Alles in meiner Seele gegen. So, jetzt aber wieder zurück zu Gothic 3. Wir stehen hier gerade vor Arnok, das habt ihr jetzt, glaube ich, die letzten 2 Minuten schon gesehen. Ging ja recht flott. Mit dem werden wir zu reden. Bist du hier der Anführer? Ja, natürlich. Richtig, wonach sieht's denn sonst aus, Jungchen? Ihr habt eine Menge Krempel hier oben. Das ist alles Frachtgut der Orks aus Silden. Wir haben bisher jede Lieferung für Nordmar aufgehalten. Und so stapelt sich hier alles. Schon mal darüber nachgedacht, Silden zu erobern? Nachgedacht? Wir haben schon oft die Vorposten der Orks angegriffen. Doch wir schaden den Orks mehr, wenn wir hier die Orks abfangen, die nach Silden wollen. Wie ist die Situation am Pass? Mir ist zu Ohren gekommen, dass wieder einige Orks versuchen, aus Nordmar nach Silden zu gelangen. Meine Späher haben eine Gruppe Orks oben am Pass gesichtet. Mir wäre wohler, wenn sie ihr Ziel nie erreichen. Der Kriegsherr Umbrak in Silden will deinen Tod. Ich weiß, das ist kein großes Geheimnis. Ich wundere mich nur, dass er noch niemanden geschickt hat, um mich zu töten. Silden braucht deine Hilfe. Verdammt, ich weiß. Was soll ich machen? Ich komme hier jetzt nicht weg. Geh zu meinem Bruder Inok und richte ihm aus, dass er sich ab jetzt um die nötigen Dinge kümmern muss. Kann dir doch egal sein. So. Gut, irgendwann ist doch das vorbei. Na, die Orks, die habe ich auch, die habe ich immer links liegen gelassen. Das sind so Quests, da muss ich suchen oder muss mich schlau machen, wo sich wer befindet und das ist zu stressig. Also außerdem, wie gesagt, wie ich schon sagte, ich will mich mehr der Hauptquest widmen. Ja, und das, was ich gerade auch gesagt habe über die Flüchtlinge. Nehmt es mir nicht persönlich. Es ist meine persönliche Meinung, dass das wirklich traurig ist, dass da so viele Menschen gegen diese Flüchtlinge sind. Es sind auch nur Menschen, die einfach nur leben wollen. Klar, es gibt auch viele Kriminelle unter ihnen. Aber die gibt es hier in Deutschland. Unter uns Deutschen gibt es die auch. In Massen. In großen Massen sogar. Deswegen, das ist... meine persönliche Meinung, jeder hat da eine andere Meinung zu. Soll jeder oben mit seiner Meinung da leben, aber sowas wie Flüchtlingsheime oder ähnliches anzünden, das geht nicht. Leute, seid mal ganz ehrlich, es ist eine Sache, das wünscht man sich nicht dem größten Feind, dass er wirklich so leiden muss wie diese Menschen. So, ich schweife aber schon wieder vom Thema ab.
Denn es ist ja auch schon in letzter Zeit diese Aufnahme, die mache ich jetzt natürlich auch noch, ich glaube zwei Tage nachdem das mit dem Anschlag in Paris war, wofür natürlich auch die Flüchtlinge dran gekriegt wurden. Und ich habe natürlich auch jetzt auf YouTube ein paar Videos gesehen, wo über die Flüchtlinge geredet wurde und über die Flüchtlinge geredet wurden. Und es gibt viele Hater da draußen, sage ich einfach mal, die da, wenn die das dieses Video gucken sollten oder sich sogar oder das nur mitkriegen sollten, dass ich da jetzt drüber geredet habe, die werden mir wahrscheinlich da irgendwelche Hasskommentare hinterlassen oder weiß der Geier was. Mir ist es so scheißegal, jeder soll seine eigene Meinung haben. Ich habe meine Meinung, ich lasse diese Menschen leben, diese Menschen wollen nur leben. Aber wie gesagt, ich bin nicht unbedingt ein Fan davon, aber ich bin der Letzte, der sagen würde von wegen, nee, Ausländer raus, keine Freiheit, bloß nicht. Das ist das Letzte, was ich will. Ich will einfach nur, dass die Menschen glücklich sind, dass die Menschen wieder glücklich in ihrer eigenen Heimat sind. Diese Menschen, die sind schließlich auch oder mussten alles wirklich zurücklassen, damit die überleben konnten. Ja, und ich wünsche mir für diese Menschen auch wirklich nur, dass sie irgendwann wieder zurück können und ihr Leben wieder weiter genießen können und dass sie die ganze Scheiße vergessen können. Ja. Jetzt aber wirklich Schluss damit, denn sonst geht noch mehr Zeit verstrichen. Dein Bruder Anok kann dir nicht helfen. Verdammt. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles alleine schaffen soll. Naja, trotzdem danke für deine Hilfe. Stör mich nicht. Boah, rastet der direkt aus. Halt! Irgendein Marra bringt unsere Leute um. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Ja, nur weil ich Grumpel umgebracht habe, ey, der soll mal nicht so rumjammern. War ganz im Ernst. So. Ich werde jetzt allerdings die Folge etwas schneller unterbrechen. Oder etwas eher als sonst. Normalerweise habe ich also immer so die 20 Minuten gemacht. Denn es lohnt sich jetzt nicht wirklich großartig noch hier mich auf den Weg zu machen, denn. Es ist soweit, ich will mich jetzt Gotha nähern. Beziehungsweise was heißt Gotha nähern? Ich möchte einfach in Gotha den Teleportstein für Vanguard finden. Und dafür muss ich natürlich auch den Dämon besiegen und so weiter und so fort. Doch, das alles werde ich in der nächsten Folge erst erledigen. Ich sag's noch einmal, das, was ich vorhin über die Flüchtlinge gesagt habe, nehmt es mir nicht persönlich, es ist meine eigene Meinung, bildet euch oder sagt, denkt euch über mich, was ihr wollt. Ich habe ein Herz für Menschen oder möchte ein Herz für Menschen haben. Hoffe, dass es noch mehr Leute gibt, die so denken wie ich und auch noch mehr Menschen gibt, die da irgendwie den Flüchtlingen helfen. Doch, ich werde erstmal jetzt hier einen Cut machen und hoffe, wir sehen uns trotzdem in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer ihr das Video jetzt seht und sage bis dahin, macht's gut, Leute.